So, meine Damen und Herren, nun abschließend zu den Allgemeinärzten, Praktikern und Internisten. Die APIs haben auch in diesem Jahr fast alle Produkte des Vorjahres ausgetauscht. Fast alle. Auf fast allen Plätzen, bis auf den zweiten, tauchen Neulinge auf. Und das war übrigens bereits 2010 so und spricht natürlich auch ein wenig für die Innovationsfreudigkeit in diesem Forschungsbereich. Auf Platz 3 finden wir Brillig von AstraZeneca. Der Blutverdünner hat Ende 2010 die Zulassung in Europa erhalten und erreicht 5,3%. Platz 2 teilen sich Xarelto von Bayer Vital. Das Präparat wird zur Vorbeugung von Blutgerinnseln in den Venen eingesetzt und der Vorjahressieger Pradaxa. Das Produkt von Boehringer Ingelheim verhindert die Bildung von Blutgerinnseln bei Erwachsenen, denen ein neues Hüft- oder Kniegelenk eingesetzt wurde. Und beide, meine Damen und Herren, erreichen 5,7%. And the winner is Daxas von Nycomed und MSD. Mit diesem Medikament werden chronische Lungenerkrankungen behandelt. Und ich begrüße gleich auf der Bühne Bianca Usuno, Franchise Manager bei MSD, und Thomas Levin, Brand Manager bei Nycomed. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Schmiegen Sie sich aneinander für ein Foto, bitte. Das ist ja auch ein Joint Venture, es ist eine Kooperation. Wie ist es denn dazu gekommen? Ziemlich einfach. Oh. So ein tolles Präparat braucht natürlich die richtige Unterstützung. Gerade unter den aktuellen Situationen im Markt und so viele Patienten brauchen diese Therapie. Und ich glaube, MSD und Nycomed haben hier wirklich den richtigen Match gefunden. Was Kompetenzen, was Engagement, was Präsenz bei den relevanten Kunden betrifft. Und das hat sich einfach sehr natürlich ergeben. Herr Levin, auch an Sie beide die Fragen, wie läuft es denn so, diese Kooperation? Ja, ich denke auch, in der, wenn man es so sieht, also sehr, sehr angenehm. Wir haben wirklich eine große Herausforderung gehabt, diesen neuen Wirkmechanismus, diese neue Substanzklasse im Markt zu platzieren. Und ich denke, mit der Expertise von MSD im Bereich der Atemwegserkrankungen schon seit Dekaden unterwegs, war das sozusagen der ideale Partner für uns. Auch an Sie noch einmal die Frage, ist das ein Trend, der sich vor wenigen Jahren entwickelt hat, dass Firmen sich zusammentun, kooperieren, Know-how zusammentun, aber natürlich auch versuchen, die Kosten zu halbieren? Ja, wenn man das hört, der Kollege hat es ja auch schon gesagt, heutzutage sind die Anforderungen an Zulassungskriterien in den für neue Substanzklassen sehr, sehr hoch. Wir haben bis zur Zulassung ca. 12.000 Patienten in unserem Studienprogramm gehabt. Das heißt also natürlich, dass wir da immense Kosten sicherlich auch im Rahmen unserer Forschungsaktivitäten gehabt haben. Insofern ist der Erwartungsdruck an solche innovativen Präparate extrem groß und ich denke, das bedarf halt einfach eines gemeinsamen Ansatzes, um solche Präparate, solche neuen innovativen Substanzen in den Markt zu bringen. Frau Usuno, wie wichtig ist es eigentlich bei den APIs, also bei den Allgemeinärzten, zu punkten und so einen Preis zu holen? Ich glaube, erstmal, was wir definitiv gemeinsam erreichen möchten, ist, dass bei den Patienten die richtige Therapie gefunden wird. Und wir wissen, dass sehr viele Patienten mit COPD sich bei den Allgemeinärzten auch befinden. Und deswegen, ich glaube, es ist extrem wichtig, wobei die Pneumologen hier die Entscheidung treffen, die Therapie zu initiieren, auch die Allgemeinärzte rechtzeitig über die Behandlung zu informieren, weil diejenigen sind, die im Endeffekt den ersten Kontakt mit dem Patienten haben. So, von daher freut uns natürlich extrem, dass die Allgemeinärzte uns diese Anerkennung gegeben haben, weil im Endeffekt sind sie diejenigen, die dem Patienten zum allerersten helfen können. Und das zeigt natürlich, dass das Präparat die richtige Stelle auch bei den Allgemeinärzten hat. Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Schön, dass es zwischen Ihren beiden Unternehmen so gut läuft. Und schön, dass Sie auf der Bühne waren. Dankeschön. Danke.